Herrlich, Freaks. Wir gehen mal bei Regen raus. Warum nicht? Habe ich glaube nie gefilmt. Hier will ich einfach so im T-Shirt durch den Regen laufe. Herrlich, herrlich. Ah, Regen. Oh, hier schön die Stimmung. Da ist die Gewitterwolke. Cool. Mega, ich muss wieder rein. Die Kamera darf nicht nass werden. Ah, Mist. Mal kurz meinen Rasen gelaufen. Ja, aber morgen muss ich wieder mähen und morgen wird es den ganzen Tag regnen. Dann drehen wir mal beim Regen. Genau, Regen, Regenvideo. Yeah! Schönen guten Morgen, liebe Rasenfreaks. Heute gibt es volle Action beim Rasenfreak. Wir werden heute lüften oder bürsten. Gucken wir gleich mal, was besser geht. Wir werden dann mähen und wir werden endlich nachsehen. Ich muss jetzt nachsehen. Es ist schon relativ spät. Wir haben jetzt, glaube ich, den 4. Juni. Schon ein bisschen zu spät eigentlich zum Nachsehen. Aber es soll die nächsten Tage richtig viel regnen. Heute Mittag geht es schon los mit dem schlechten Wetter. Noch ist schön. Also wir müssen uns jetzt echt beeilen. Gas geben. Meine Frau kommt gleich zum Helfen. Yeah, geht ab. Ein ganz kleines Special noch für die Technik-Freaks. Ich habe hier meinen E-Flex-Spindelmäher. Der hat ja vorne eine beweglich aufgehängte Spindel. Also die hat auch zwei Rollen. Und hinten ist die fette Antriebsrolle. Das ganze Gerät wiegt 130 Kilo. Auch wegen des schweren Akkus, der auf dem E-Flex drauf ist. Und die Frage, die Diskussion war, wie stark drückt nun die Spindel selber auf den Boden? Sind das die 130 Kilo oder ist das weniger? Ich habe gesagt, das ist deutlich weniger. Und das messen wir jetzt mal nach, indem wir mal die Masse hier ermitteln, also das Gewicht ermitteln, das mit der die Spindel hier auf die Waage hier drückt. So, und das ist jetzt ein bisschen kompliziert. Da muss ich nämlich erst auf eine Ebene, um das nicht zu verfälschen. Null. So, das ist die hintere Rolle, berührt nicht die Waage. 24, ah, ist die Waage schon wieder weg. 24,8. Hoch. Gesicht. Komm, Nullen. Blöde Waage. So. 24,5. Guckt. 24,5. Cool. Und wenn ich jetzt hier hinten, hier hat die Spindel, hat hier ein Spiel. Da. Hier, das ist so ein Freigang. Man soll diesen Griff immer in der Schwebe halten. Und wenn ich jetzt nämlich den Griff anhebe, schon wieder ausgegangen, so nochmal rauf, 24,6, ja, und jetzt hebe ich den Griff hinten mal an, halte ihn frei, dann ist er jetzt wieder blockiert, so, rauf damit, und jetzt hebe ich an, und jetzt sieht man, jetzt lest ihr das, könnt ihr jetzt lesen, 40 Kilo. Das ist echt interessant. Die Spindel selbst drückt auf den Boden mit ungefähr 25 Kilo, wenn der Mäher frei steht. Wenn ich hinten den Griff anhebe, frei schweben lasse sozusagen, also frei halte, dann drückt die Spindel mit 40 Kilo auf den Boden. Das heißt, die Hauptmasse liegt hinten auf der Antriebswelle, nämlich fast 90 Kilo liegt hinten auf der Antriebswelle. Und die Spindel drückt beim Mähen, wenn man immer schön in diesem freien Bereich den Bügel hält, drückt die Spindel mit ungefähr 40 Kilo auf den Boden. Tja, das wolltet ihr wissen.
Hier die Spindeln hängen frei, weil ich jetzt hier diese Frontrollen abgebaut habe. Ich habe nämlich meine vordere Rolle. Hier ist ja normalerweise vorne die Rolle dran und diese vordere Rolle habe ich abgebaut, um sie in meinen E-Flex ranzusetzen. Weil ich das mal ausprobieren wollte, ob er dann gerader läuft, nicht so schwimmt und ob er dann noch besser das Gras mäht. Hat alles Vor- und Nachteile. So, das ist jetzt gut. So, mein Besenwagen. So, machen wir noch ein bisschen Fett dran. So, ein bisschen Universalöl dran. Ich hab meinen Stein, um die Bürste zu beschweren, die habe ich in meinem Sandbunker verbaut. Oh Mann. Zerstörung des Zen-Gartens. Der war doch so gut hier. Der war so schön flach. Oh. Da werden sich jetzt wahrscheinlich wieder so ein bisschen die Räder, die Rollen reindrücken, aber ist egal. Jetzt wird sowieso hier Rambazamba gemacht. Das sieht doch gut aus. Das sieht gut aus. So, wir werden jetzt hier zwei Bahnen rechts von der Felsenbirne fahren und direkt daneben werden wir dann lüften mit meiner Lüfterkassette. So, das war jetzt, also erster Eindruck, das war jetzt nicht so doll. Gut, so ein paar Hämchen sind hier hochgekommen, aber dass der Rasen richtig hochgebürstet wurde, dafür ist anscheinend die Bürste nicht scharf genug. Das ist eher eine sanfte Bearbeitung. Ja, liebe Rasenfreaks, das ist schon eine Nummer. Also das ist schon cool. Also das ist viel besser. Viel besser. Also Bürsten ist die ganz sanfte Methode, aber Lüften ist einfach genial. Die Spindelmäher drücken halt immer das Gras wieder runter. Ne? Die saugen das nicht hoch. Sie drücken es auf den Boden. Dann wachsen die Halme quer und liegen flach im Rasen und die müssen hochgerissen werden. Das funktioniert mit einer Lüfterkassette wirklich hervorragend. Jetzt ist natürlich das Problem, weil ich bräuchte jetzt ein Sichelmäher. Ich fahre gleich los und kaufe mir einen neuen Sichelmäher. Ich habe meinen John Deere verkauft, den großen, mit dem Walzenantrieb, weil der mir einfach zu schwer und zu unhandlich war. Das war ein cooles Teil. Im Grunde genommen muss ich jetzt losfahren und mir gleich einen neuen kaufen. Weil jetzt ein Sichelmäher, der jetzt noch schön saugt, ist natürlich jetzt hier für diese langen Halme, die natürlich auch schon wieder umgekippt sind, ideal. Ich könnte jetzt auch mulchen. Ah.
Das müssen wir öfters machen. Ja, Freaks, ich hab's nicht ganz geschafft. Jetzt regnet's. Ah, schade. Die Fläche habe ich jetzt über Kreuz gelüftet. Und jetzt kaufe ich mir ein Sichelmäher 9. Und damit wird dann gemäht. Ich kann jetzt heute noch düngen. Vielleicht dünge ich jetzt bei Regen, das weiß ich noch nicht so ganz. Ich bin komplett durch. Ich habe einfach weitergemacht. Es hat ein bisschen weniger geregnet. Jetzt habe ich noch die hintere Fläche hier komplett einmal schräg und einmal gerade gelüftet. Ja, es ist super, super wichtig, wenn ich sehe, wie das Gras hier hochgerissen wird, wie viele lange Stängel sich in der Grasnarbe versteckt haben. Wahnsinn. So, dann, wenn es einmal abgetrocknet ist, werde ich mit dem Sichelmäher mähen, die ganze Fläche so tief wie möglich. Möglichst jetzt mit einem Sichelmäher, der saugt. Ich hoffe, ich kriege jetzt einen. Ja, und dann mähen wir hier und dann sehen wir. So, und dann mähe ich wieder mit dem Spindelmäher und damit wird ja automatisch dann der Grassamen immer schön runtergedrückt. Mähe ich einfach weiter. In der Hoffnung, dass das Overseeding, das Übersehen, das Nachsehen dann auch trotzdem gut funktioniert. Gut, ich muss wieder rein, die Kamera wird immer nasser. Was ist denn das hier? Das ist ja auch cool hier. Ja, liebe Rasenfreaks, bleibt dran. Es geht bald weiter mit der großen Rasen-Action beim Rasenfreak. Danke fürs Zuschauen. Ciao! So, liebe Rasenfreaks, wir haben jetzt gerade eine Lücke, eine Regenlücke, und ich will unbedingt jetzt meinen Dünger raufhauen. Ich habe ja genau vor 4 Wochen das letzte Mal gedüngt, also es ist jetzt ein bisschen früh noch eigentlich beim Langzeitdünger. Das ist hier kein Langzeitdünger, das ist ein Dünger, der sofort wirkt und der muss auch speziell behandelt werden. Den soll man sogar bei feuchtem Rasen ausstreuen und dann auch gleich einregnen. Also wenn jetzt die Lücke jetzt hier passt, ist es perfekt, der Rasen ist nass, wir streuen, es regnet wieder, der Dünger ist eingespült in den Boden, der löst sich sofort auf, cooles Zeug. Und ich mache jetzt nicht ganz so viel, ich mache jetzt nur 20 Gramm pro Quadratmeter, nicht 31, also nicht den ganzen Sack. Auf 800 Quadratmeter sind das jetzt 16 Kilo, ich gebe jetzt 16 Kilo hier rein und dann geht's los. Dann sind es halt nur 15. Nicht 20, sondern 19. Kommt sie mir. Ja, ein bisschen mehr. Die Ringfüllung ist auch Mist. Jetzt habe ich gar nicht so viel reingekippt. Natürlich habe ich jetzt so viel reingekippt. 8,4, siehst du? Ja, ja. Gut. Dass man auch bei Regen düngen kann. Das ist eine coole Sache. Das hat eigentlich nicht jeder Dünger. Schön zuziehen. So, wunderbar. So, jetzt ist das Zeug geschützt. Und jetzt geht's ab. Das war nicht gut hier.
gut, das war's. Das war's jetzt. Lüften, düngen. Ja, jetzt kann es gleich wieder ordentlich regnen. Und dann mähen. Und dann zum Schluss nachsehen. Ja, die Reihenfolge ist nicht ganz optimal. Eigentlich hätte ich erst mähen müssen, dann düngen, dann nachsehen und dann einwalzen. Naja. Jetzt kann es wieder regnen. Gut. So, jetzt guck mal raus. Jetzt geht's schon wieder los. Echter Wahnsinn. Jetzt wird es wieder richtig stark. Also das waren die 10 Minuten, 15 Minuten. Perfekt. Zum Thema nochmal jetzt Streumenge. Na, in meiner Homepage könnt ihr meinen Jahresplaner kaufen. Eigenwerbung. Müsst ihr nur die Streumenge eingeben. Jetzt wären das in diesem Fall 17 Kilo. Und dann rechnet euch das Programm sofort aus, was ihr für eine Stickstoffmenge dann auf den Rasen bei eurer Fläche raufgebracht habt. Genau, könnt ihr nochmal gucken. So.